Darf ich Sie zu diesem Benefizkonzert begrüßen? Mein Name ist Renate Czerning und ich habe das Ehepaar Reiter in den letzten Monaten kennengelernt und uns verbindet eine besondere Freundschaft. Julia Reiter wurde 1980 in der Stadt Lemberg in der Westukraine geboren. Im Alter von 4 Jahren verstarb ihre Mutter und sie wuchs bei ihrer Großmutter auf, die ihr viel Liebe und Wärme schenkte. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie Wirtschaft und arbeitete später als Dozentin an der Universität. Sie engagierte sich auch in verschiedenen Jugendorganisationen der Kirche. Ihre große Leidenschaft ist der Gesang und stets hat sie mit ihrer Stimme und ihren Liedern, die sie oft selbst komponierte, die Menschen verzaubert. Julia ist verheiratet mit Nazar und zusammen haben sie 2 Töchter, Maria 4 Jahre und Nadja 1 Jahr. Vor circa einem Jahr traf die Familie ein schweres Schicksal. Julia klagte über starke Kopfschmerzen und hatte heftige Blutungen im Nasen- und Rachenbereich. Die Ärzte in der Ukraine konnten keine Diagnose stellen und ihr nicht helfen. So wandte sie sich an Spezialisten in Graz, die einen Tumor diagnostizierten. Im Landeskrankenhaus musste die Familie selbst für die extrem hohen Kosten der Operationen, der darauffolgenden Therapien und der Krankenhausaufenthalte aufkommen. Julias größte Angst ist, dass auch ihre Kinder ohne Mutter aufwachsen müssen. Und unterstützt von ihrem Gatten kämpft sie nun mit allen Kräften gegen die Krebserkrankung. Wir haben uns überlegt, was wir dazu beitragen können. Und da sind uns vor allem die Studentinnen und Studenten der Kunstuniversität zu Hilfe gekommen. Sie werden ohne Gage unter Leitung von Anja Gulajeva dieses Konzert gestalten. Aber auch ein Dankeschön an Pater Willibald von den Franziskanern, der uns diese Räume zur Verfügung gestellt hat. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, denn es ist ein Beweis, dass Ihnen Ihre Mitmenschen nicht gleichgültig sind. Ich gebe nun das Wort an Pater Willibald. Ja, als ich gefragt wurde, ich möge die Erlaubnis geben für diesen Nachmittag, für diese Darbietungen, war ich spontan sehr geneigt dafür. Ohnehin, der humanitäre Zweck ist ja evident. Die Hilfe für eine Familie, für eine Mutter insbesondere mit 2 kleinen Kindern. Aber es ist natürlich auch in diesen Monaten immer das Schicksal ihrer Heimat, das uns ja sehr bewegt. Und darum ist das auch unser Anliegen, ein solches kleines Zeichen der Verbundenheit mit diesen Menschen, wo das ganze Land geprüft ist in den letzten Monaten, zu geben. Ich wünsche dieser Veranstaltung Ihnen Segen und dann vor allem werden wir auch für diese Mutter in der Heiligen Messe beten. Verehrte Damen und Herren, wir freuen uns, als uns irgendwie diese Frau zu helfen.
wir freuen uns heute für Sie da sein. Als erstes Stück spielen wir eine Sonate in C-Dur von Georg Händel. Spielt mit Uriel Heinze, der ist 8 Jahre alt. Thank you.
Schwamm aus dem Tierenkarneval von Camille Saint-Saëns und von Johann Strauss. Ich lade mir Gäste ein.
Thank you.